Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saboteur. Wir sind immer noch auf der Flucht. Das Rote sollte eigentlich drin bleiben. Vor den Crowds. Ach, ist das so? Ja, ist natürlich blöd. Und wir müssen wieder zurück zu Vittore, zum Morini-Hof. Haben wir in der letzten Folge so ein bisschen, eigentlich nichts Großartiges, aber so ein bisschen Stress gemacht. Und der Widerstand hat anscheinend mit dem Krieg begonnen. Versucht, die Deutschen zu sabotieren, sie zu vertreiben, zu töten. Hat wohl nicht ganz so geklappt. Und seitdem Jules tot ist, ist auch hier so mehr Schwarz-Weiß eingekehrt. Och, du Heilige. Okay, finde Vittore. Ist klar. Kann ich die eigentlich auch so töten? Weiß ich dich, Italiener. Wer hat gesagt, du sollst aufstehen? Oh Mann. Das wird böse enden. So, was hat die Strecke C? F. Okay. Haben wir hier Munition für Pistole? Aber wie kann ich denn jetzt verdammt nochmal. Ja, das ist toll. Das macht aber hier gar keinen Sinn, weil 3 und 4 geht ja nicht. So. Jetzt habe ich natürlich alle auf meine Fährte geholt. Explodieren wir doch mal ein paar Autos hier. Wo sind die denn alle? Die können gar nicht hier draußen sein, manche. Wie geht das Ding nicht kaputt? So, stirb. Oh, fuck, nicht gut. So. Hier sind noch mehr, aber ich muss zu Vittore. Oh, jetzt. Headshot ihn doch. Da ist noch einer. So, der ist auch down. Viele sind noch drin, ne? Veronique, wo ist sie? Durch die Tür da. Schnell. So. Durch diese? Ich hoffe, dass. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Hier geht gleich alles am Arsch, ey. Ich sehe die Gegner auch manchmal nicht, weißt du? Die sind total gut versteckt. Komm ich überhaupt weiter? Ja. Oh. Hui, das war knapp. Das war mega knapp. Ich glaube, ich schalte mal auf die hier um. Komm. Stirb. Einer ist hier noch. Wiedersehen, Fräulein. Niemals! Stirb. Uiuiuiui. Das war jetzt aber mal mehr als knapp. Gott sei Dank bist du unverletzt, Junge. Danke schon. Die hätten mich lebendig verbrannt. Das war die Geheimpolizei. Was will die denn hier? Dirke hat sie geschickt. Dirke? Oh mon Dieu. Wo ist mein Bruder? Wo ist Jules? No! Fass mich nicht an! Das ist deine Schuld! Du hast ihn dort hingebracht! Jules? Wir müssen hier weg. Sie werden nach diesen Kerlen suchen. Wo sollen wir hin? Nach Westen. Das ist die einzige Chance. Okay, auf nach Paris. Wir bringen dich nach Hause. Dann los. Puh, na dann.
Ach so, mit Zirkumflex, genau, so war das. Tja, da sind wir in Paris. Veronique! Oh mein Kind! Merci Dieu! Wir haben es im Radio gehört. Die Kämpfe an der Grenze. Wir hatten solche Angst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Das sind Jules Freunde, Sean und Vittore. Sie müssen eine Weile untertauchen, wo sie niemand findet. Oui, aber wo ist Jules? Ist er nicht mitgekommen? Maman, etwas Schreckliches ist passiert. Madame Rousseau. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ihr Sohn war wie ein Bruder für mich. Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Nein! 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 Junger Mann, sagen Sie mir, mein Sohn, musste er, ging er schnell? Ja, schnell und schmerzlos. Der Kerl, der ihn getötet hat, wird nicht so viel Glück haben. Das ist von der Farm. Sie sollten es bekommen. Tja, und das trieb ihn natürlich dazu, dann zu saufen, sage ich jetzt mal. Und da kommen die Deutschen. Drei Monate später. Also dann wieder eine Gegenwart, oder? Hm? Akt 1. Das Schlachthaus. Ach, guck mal, hier sind ein Bild von Jack Boots. Hallo, Ladies. Normalerweise diese Sterne. Bonjour, chérie. Schönen guten Morgen, die Damen. Normalerweise würde man die Sternchen und so nicht auf den Brüsten sehen, dann wären halt Nippel, aber wie gesagt, man kann, weißt du, locker zeigen, wie jemand weg abgeballert wird, ja. Da fehlt ein Stück vom Kopf, egal. Aber Nippel ist einfach, desaströs. Ja, das geht ja mal gar nicht klar. Ich bin ehrlich, die Einstellung kann ich nicht verstehen. Weil, was ist an einem Nippel so schlimm, aber... Ihr R. Was? Ihr R? Ihr R. Wo ist denn Ihr R? Ach, da oben. Meine Fresse, ey. Schreit hier über den ganzen Platz und steht neben mir. Und steht er da oben. Und sagt, Ihr R. Na dann. Ich hoffe, die Musik macht keinen Stress. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Na, wir werden sehen. Sean! Ich glaube, Sie schulden mir einen Drink. Aber natürlich, mein Freund. Und? Haben Sie die Explosion gesehen? Magnifik. Haben Sie jemals so ein Feuer gesehen? Nur einmal. Aber das ist lange her. Wir fangen ja auch gerade erst an, mein Freund. Sie haben ein gewisses zerstörerisches Talent, Sean. Sieht so aus, als hätten Sie Ihre Berufung gefunden. Sean! Bitte entschuldigen Sie, Monsieur Godin. Ich wusste nicht, dass Sie sich kennen. Gerade ist kennengelernt. Es ist eine Ehre, Sie zu treffen, Monsieur. Bitte nennen Sie mich Luc. Ja, ich habe all Ihre Bücher gelesen. Ich glaube kaum, dass Sie irre sind, um über Literatur zu sprechen. Ne? Haben Sie von der Explosion im Benzinlager gehört? Ja, hässliche Sache. Da hat wohl jemand eine Zigarette weggeschnippt. Die Deutschen sind außer sich. Haben eine Menge Leute verhaftet. Angebliche Rebellen. Schon. Sie haben Vittore. Wo? La Villette.
Das alte Schlachthaus. Die Gefangenen sollen erschossen werden. Wir müssen was unternehmen. Ach, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wer A sagt, muss auch B sagen, verdammt. Also auf und retten wir Vittore. Achso, ich soll nach unten gehen. Ich dachte schon, ich soll hier oben irgendwo stehen bleiben. Aber nein, wohl nicht. Wobei ich glaube, das ist schon irgendwie so originale Musik, oder? Aber die ist schon alt. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, ob das Stress mit YouTube gibt, dann... Naja. Muss ich das halt nochmal neu rendern und bearbeiten. Weil ich nehme jetzt... Die Verdachtsanzeige ist der Kreis um die Übersichtskarte. Sie zeigt an, wie misstrauisch die Deutschen in Shauns Umgebung sind. Das Ausrufezeichen-Symbol unter der Übersichtskarte ist die Sichtbarkeitsanzeige. Kann ein Deutscher Shaun sehen, leuchtet es auf. Okay. Bestimmte Verhaltensweisen erregen die Aufmerksamkeit der Deutschen und steigern ihr Misstrauen. Dazu gehören Waffen offen tragen, Sprengstoff deponieren, Klettern, Prügeleien betreten von Sperrgebieten, Deutschen oder ihren Einrichtungen zu nahe zu kommen und Schleichen. Beobachtet ein deutscher Shaun bei einer verdächtigen Aktion, färbt sich die Verdachtsanzeige gelb und füllt sich. Wenn sich Shaun nicht mehr verdächtig verhält oder versteckt, färbt sich die Verdachtsanzeige weiß und leert sich. Ist die Verdachtsanzeige voll, versucht ein Deutscher mit seiner Pfeife Alarm zu schlagen. Shaun kann verhindern, dass die Deutschen Alarm schlagen, indem er sie ausschaltet, bevor sie in ihre Pfeife blasen. Schlägt ein Deutscher Alarm, eröffnen alle Deutschen in der Nähe das Feuer, um Shaun auszuschalten. Neutralisierst du während einer Alarmphase Deutsche, erhöht sich die Alarmstufe. Diese bestimmt, wie heftig die Reaktion der Deutschen ausfällt. Um den Deutschen zu entkommen, verlasse unbemerkt den roten Alarmbereich oder verstecke dich. Deutsche gehen verdächtigen Geräuschen wie Explosionen und Schüssen nach. Ist ein Geräusch zu hören, erscheint auf der Übersichtskarte eine gelbe Verdachtszone. Deutsche in der Nähe gehen der Sache sofort nach. Wird Shaun in einer Verdachtszone entdeckt, werden die Deutschen misstrauisch. Sperrgebiete sind deutsche Stützpunkte, Vorposten und andere abgeriegelte Bereiche. Sie sind auf der Übersichtskarte mit Stacheldraht markiert. Wird Shaun in einem Sperrgebiet gesehen, versuchen die Deutschen sofort Alarm zu schlagen. Hier, nehmen Sie das. Mit Vergnügen. What? Ich habe keine Waffe. Na dann los. Okay. Es tut mir wahnsinnig leid, du Arschkeks. So, habe ich hier eine Karre irgendwo stehen? Haben wir hier eigentlich noch die Karre von ihm? Ja, guck mal, wunderbar. Zack, dann wollen wir mal einsteigen. Das ist Radio? Tatsache. Wie sind Sie in diese Schlamassel reingeraten? Radio. Die Deutschen haben uns alles genommen. Unsere Freiheit, unseren Stolz. Ich habe nie gewürdigt, was wir hatten, bis es weg war. So. Warum gibt es denn jetzt hier auch noch ein scheiß Radio? Also ich bin nur... Ich glaube nämlich nicht, dass sie sich selbst Musik ausgedacht haben, ehrlich gesagt. Gab es damals schon Radio? Könnte sein, ich keine Ahnung, ganz ehrlich. War ein bisschen vor meiner Zeit, ne? Ich bin erst 45 Jahre später geboren. Britische Flugzeuge. Die bombardieren Paris? Bombardieren deutsche Militäranlagen in der ganzen Stadt. Meine Leute haben sie mit Zielkoordinaten versorgt. Ich fürchte nur, wir haben ein Problem. Ja, wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel getrunken. Ich wollte meinen Whisky-Konsum sowieso zurückschrauben. Nein, ich meine, Ihr Freund hat nicht mehr viel Zeit. La Villette steht auf der Liste der Ziele. Oh mein Gott, wir müssen Vittore da rausholen. Meine Güte, dass sie mal stehen bleiben und anhalten, ey. Geht doch einfach weiter, meine Fräse. So, ich kann da hinten auf jeden Fall schon mal was sehen. Wir sind in La Villette. Wir sollten uns schleunigst beeilen, würde ich mal sagen. Das ist die Stelle. Fahren Sie ran. Okay. Dann steigen wir mal aus und wollen mal schauen. Moment. Ich soll mich mit Lüg treffen, aber ich könnte auch hier so Sperrzone, aber gut, wir machen Hauptmission. Ne? Hauptmission ist jetzt wichtig. Was ist der Plan? Erstmal müssen wir die Kleider wechseln. Bitte? Töten Sie den Wachposten lautlos und ziehen Sie seine Uniform an. Blutspritzer ruinieren die Tarnung. Benutzen Sie also Ihre Hände. Sobald Sie umgezogen sind, schlüpfen Sie durch den Gang dort in die Anlage. Sie werden schnell sein müssen. Die britischen Bomber können jeden Moment irre sein. Und was machen Sie? Ich kümmere mich um ein Transportmittel und stoße in der Anlage zu Ihnen. Und jetzt schnell, los!
Okay. Schalte einen Deutschen im Nahkampf oder per Stealth-Kill aus, um dir seine Uniform zu besorgen. Hinweis, wenn du einen Deutschen erschießt oder in die Luft sprengst, ist seine Uniform ruiniert und du kannst sie nicht als Verkleidung nutzen. Halte in einem unbeobachteten Moment F1 fest, um die Uniform des toten Deutschen anzuziehen. Ist Sean verkleidet, kann er Sperrgebiete betreten und mit gezogener Waffe herumlaufen, ohne Verdacht zu erregen. Wenn die Deutschen Sean beim Klettern, Sprinten oder Deponieren von Sprengsätzen beobachten, schöpfen sie Verdacht. Sei also vorsichtig. Der gepunktete Kreis, der Sean auf der Übersichtskarte umgibt, ist sein Verkleidungsradius. Allen Deutschen innerhalb dieses Kreises kommt Seans Verkleidung verdächtig vor. Hältst du Steuerung fest, geht Sean wie ein Deutscher. Dadurch verringert sich die Größe des Verkleidungsradius und du kannst dich leichter bewegen, ohne Verdacht zu erregen. So, den da hinten soll ich jetzt töten, oder was? Das kann ja lustig werden. Ach, das ist noch... Yo, Bro. Alles cool, man. So, der geht jetzt weg. Das Blöde ist halt... Nee, das ist... Komm ich denn hier runter? Ohne Spaß. Du bist gar kein Deutscher. Na gut, dann machen wir es anders. Dann machen wir das mal anders. Ich laufe jetzt hier einfach rüber und warte mal kurz, bis der Pisser wieder hier war. Und wieder weggegangen ist. Weil, das werde ich so nicht schaffen. Jetzt geht der aber ganz schön weit. Ah, er kommt wieder zurück. Perfekt. Und wenn er jetzt nämlich zurückgeht, dann werde ich ihn per Stealth-Kill töten. Allerdings braucht er ganz schön lange, um hin und her zu watscheln, der gute Deutsche. Mann, Mann, Mann. So, okay, das weiß ich ja mittlerweile. Wie ich das so mache, so, ich glaube, jetzt ist es Zeit. Er darf mich halt auch nicht entdecken, ne? Das ist so... Aber das schaffen wir schon. Zack. Auf Wiedersehen. So, dann drücken wir mal F1. Halten, alles klar. Ich bin jetzt ein Deutscher. So, jetzt laufe ich auch wie ein Deutscher. Immer besser als nichts. Kann man wie ein Deutscher laufen? Was, naja. Der bleibt irgendwie gleich groß, naja, ist egal. So, ich kann mich jetzt nämlich schön an denen vorbeischleichen. So, sind auch ein Verkleidung möglich. Ja, wenn das so ist, hallo. Dann. Puff. Tot. Kenne ich nix. So, oh, Kaviar haben wir gefunden. Nice. Lecker Kaviar, ne? Oh, hier sieht man natürlich den Unterschied zwischen den Verkleidungen, wenn man rennt und wenn man normal geht. Das ist schon ein mega Unterschied, muss ich mal sagen. Kommt schon einen Deutschen in Verkleidung zu nahe, steckt dessen Verdachtsstufe, ziehe dich in diesem Fall zurück, bis die Gefahr vorbei ist. Das ist klar, das will ich tun. Aber ich denke mal, wenn ich hier ganz normal gechillt laufe, dürfte und sollte eigentlich nichts passieren. Muss mich halt nur weit genug von denen auch fernhalten. Das ist hier nicht ganz so möglich gerade. Betty Grable ist viel attraktiver als Eva Braun. Psst, nicht so laut. Jemand könnte dich melden, weil du einer Amerikanerin den Vorzug gibst. Eva Braun. Ja, danke. Das vergesse ich manchmal. Scheiße. In Kriegszeiten müssen wir immer wachsam sein. Aber recht hast du trotzdem. Okay, wie komme ich jetzt am besten? Ach so. Irgendwie muss ich hier rein. Ach, warte mal, kann ich hier vielleicht durchlaufen? Das wäre natürlich super. Ja, da läuft natürlich auch einer von denen. Allerdings ist der leichter zu töten. Weil... What the fuck? Was war das denn? Okay, scheiß auf leichter töten, das war nix. Oh mein Gott, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Ohne Spaß, ne? Das könnte ganz, ganz bitter für uns enden, aber das wird schon irgendwie. Wir schleichen uns einfach in die deutsche Fabrik und gucken, wie wir hier überhaupt reinkommen. Da ist eine Leiter. Da oben würde ich reinkommen, aber wie komme ich da hin? Da oben ist auch noch einer.
Ich glaube, hier über die Treppe komme ich bestimmt rein, oder? Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Von Saboteur. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich wieder fürs Einschalten. Hoffe, wir können Vittore natürlich in der nächsten Folge retten. Bis dahin, haut rein, Leute.